wie berechne ich eigentlich überhaupt den Widerstand aus? Einen wunderschönen herzlich willkommen zu dem neueren Technik-Video. Ich bin jetzt mal hinter der Kamera und zeige euch heute einfach mal, wie berechne ich denn überhaupt den Widerstand aus? Welche Zeichen haben wir überhaupt? Oder Buchstaben? Wir haben drei Buchstaben. U, R und einmal I. Aber was ist nicht was? U ist die Spannung. R ist der Widerstand. Und I ist der Strom. Wir haben U ist gleich Spannung. R ist gleich Widerstand, I ist gleich Strom. Mehr brauche ich doch nicht. Wir brauchen noch die Einheit, Volt, Ohm. Und dann gibt es noch 1, das ist der Strom. So, wir haben Spannung, Widerstand, Volt, Ohm. Aber der Strom, was hat der denn? Der hat Ampere. Ah, ja, schon schlau geworden. U ist Spannung, Volt. Okay. Spannung ist ja die Einlandspannung oder was du ja eben reinschickst, wie zum Beispiel 4,7 Volt. Widerstand ist ja ein kleines Bauteil oder jede Leitung hat eine Widerstandleitung. Der ist in Ampere angegeben. Aber echt nicht. Glaube ich auch noch eine Form. Hier nochmal die drei Buchstaben U, R, I. Und somit haben wir eigentlich auch schon gleich die erste Formel. Nee, noch nicht dann. Die erste Formel ist natürlich UGI. U ist gleich R mal I, weil auch den Widerstand und mal den Strom ist gleich U. Wir wollen ja R wissen. I, dann ist das U durch I und fertig sind wir. Hier habe ich ja ein kleines Dreieck gezeichnet. Man kann da auch so hinschreiben. Uri, dann kannst du genau sehen, okay, ich brauche R, dann musst du U durch I teilen. Jetzt noch eine kleine Aufgabe. Ein Strom von 2 Ampere. Wie würde man da hier rechnen? Natürlich nach dem ohmischen Gesetz. Uri. So, Uri kennen wir ja schon. Dann ist das. Wir brauchen ja aber R, dann ist U durch I. 24 geteilt durch 2 haben wir einen Widerstand von 12 Ohm. Ja, und somit haben wir die Aufgabe gelöst. Echt noch da eine andere Aufgabe, aber das ist einfach die einfache von den einfachen. Ja, wenn noch irgendwelche Fragen sind, dann schreibt sie in die Kommentare oder kommt gerne auf meinen Discord-Server. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen, traumhaften Tag. Bis dann, tschüss.